Wir grüßen euch mal wieder aus Italien. Wir sind dieses Mal für eine Woche zum Urlaub machen und Fischen hier gewesen. Wir waren diesmal zu dritt unterwegs mit großem Boot und Beiboot. Ja, die Woche lief nicht besonders gut. Ich sage jetzt gleich einmal was zu den Bedingungen, die wir jetzt haben. Also es ist September, Mitte September. Und bevor wir runtergekommen sind, ist das Wasser um 2-2,5 Meter gestiegen. Und im Laufe von dieser Woche ist das Wasser eigentlich oben geblieben und hat in so einen halben Meter Bereich geschwankt. Das heißt, es ist ein bisschen was weggegangen, ein bisschen was dazugekommen, wieder ein bisschen was weggegangen. Aber es ist immer konstant auf einem Niveau ungefähr geblieben. Und sonst kann man eigentlich sagen, es ist, wie es halt ist im September, 30, 35 Grad, die Wassertemperatur liegt bei ungefähr 23 Grad. Wir haben unendlich viel Meereschen und hatten eigentlich ja keine so schlechte Bedingungen, wie ich jetzt dazu sagen würde. Woran es jetzt letztendlich gelegen ist, dass wir so schlecht gefangen haben, ja, können wir euch nicht sagen. Wir haben am Anfang in den Naturufern gefischt, weil doch noch einiges auch an Treibgut nach diesem Anstieg dabei war. Haben jetzt zum Schluss in der Steinschüttung gefischt. Ob wir jetzt komplett an den Fischen vorbeigefischt haben oder ob einfach ein bisschen Pech auch dabei war, das wissen wir nicht. Das war halt einfach so, wie es jetzt war. Und wir möchten jetzt einfach die Chance nutzen, um euch ein bisschen zu erzählen, auch wie man sich so einen Urlaub hier in Spanien, in Italien natürlich, weiß ich, wie ich jetzt aus Spanien gekommen bin. Vielleicht ein Pelletwels gefangen. Vorstellen könnt oder müsst und euch so ein bisschen die Wahrheit erzählen, wie es so abläuft, mit welchem Fangerfolg man rechnen kann. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich immer nur die positiven, ja, den positiven Ausgang von so einem Urlaub oder wenn man ihn gefangen hat. Und es schreibt eigentlich kaum jemand, es ist total scheiße gelaufen, wir waren zu blöd, einen Fisch zu fangen. Und deswegen möchten wir euch so mal die Eindrücke, die wir nach, keine Ahnung, 35 Po-Urlauben gewonnen haben, da ein bisschen schildern. Ich möchte jetzt noch kurz ein bisschen was zur Fischerei erzählen. Also wir haben eigentlich alles durchprobiert. Wie gesagt, am Anfang im Naturufer, da haben wir sehr viel angebunden hinterm Totholz, weil die Meereschen einfach sehr oberflächennahe waren und haben da alle Wassertiefen durchprobiert. Also auf der einen Seite die Tiefe, keine Ahnung, von 2 bis 6 Meter und zusätzlich haben wir dann noch versucht, eher in Grundnähe und eher an der Oberfläche zu fischen. Oberfläche dann ganz klar mit Schwimmmontagen und sonst halt auf Grund mit U-Posen. Wir haben
Ich habe gleich noch nie in einer Woche Fischen so viele verschiedene Fischarten als Köderfisch verwendet wie dies, weil wir hatten alles, was es gibt. Also Gibern, Brassen, Güstern, Rotaugen, Rotfedern und so weiter. Also wirklich alles, was irgendwie schwimmt, haben wir als Köder versucht zu nehmen. Hat irgendwie keinen Erfolg gebracht. Und was ganz, ganz extrem war diesmal, das habe ich noch nie so erlebt. Wir haben so viele Attacken von Katzenwelsen, also diese Valetten, wie wir dazu sagen, bekommen, wie ich es noch nie gesehen habe. Und alles, was irgendwie kleiner war wie 20 cm, also so ein klassischer Fisch an der Haarmontage, wurde sofort attackiert. Und wir haben auch einige, ich weiß nicht wie viel, von denen gefangen. Und teilweise waren die nicht viel größer mehr wie der Köderfisch, und das muss man echt so sagen, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Ich kann mich doch erinnern, wie ich den ersten von diesen Katzenwelsen gesehen habe, gefangen habe, das muss so, keine Ahnung, 2013 gewesen sein, und mittlerweile ist so alles, was irgendwie ja ins Beuteschema passt, wird von diesen Fischen attackiert und gefressen, und ich bin da echt gespannt, wie das weitergeht, aber ich glaube, ein gutes Ende wird das Ganze nicht nehmen. Ja, zum Schluss, jetzt haben wir dann Steinschüttung gefischt, dann halt nur mehr mit U-Posen, klar. Und haben da einfach auch wieder versucht, die Montagen zu staffeln, ein paar tiefer, ein paar flacher, ein paar am Kantenfuß, ein paar in den Steinen rein, hinter, wenn so ein Baum drüber liegt, wo quasi das Wasser steht. Aber auch das hat den gleichen Erfolg gebracht. Was wir jetzt falsch gemacht haben oder ob es einfach Pech war, ob wir komplett vorbeigefischt haben an den Fischen, weiß ich nicht. Kann sein, als nächstes Mal klappt es wieder. Also ich glaube, ganz falsch werden wir nicht alles gemacht haben, und dann können wir euch auch wieder ein paar größere Fische präsentieren. Endlich der erste europäische Wels nach zwei Katzenwelsen ist jetzt heute Morgen beim Einholen in den Hecken festgehängt. Schauen wir mal, ob vielleicht noch ein größerer vorbeikommt. Amerikaner wird es freuen, uns nicht. Wir fangen nur Monstervaletten und Babywälze. Andersrum wäre es natürlich lieber. Der hier hat jetzt auf den Güster am Haar gebissen. Scheinbar sind die großen Köderfische die einzige Möglichkeit, diese kleinen Mistviecher zu umgehen. Jetzt einfach so heiß, dass wir die letzte oder die nächste Szene einfach im Wasser drehen müssen, dass wir uns ein bisschen abkühlen können. Und ich hoffe, ihr habt ein neues modisches Accessoire schon gesehen. Also es wird immer stylischer bei uns. Und jetzt möchte ich ein bisschen was über diese Italienurlaube erzählen. Und ja. Ja, das Wichtigste ist zumindest mal, dass man im Kopf ein bisschen klar bleibt. Deswegen ein schicker Hut. Wie den, wo ich aufhabe, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Nein, ich werde relativ oft gefragt, wie läuft denn so ein typischer Italienurlaub eigentlich ab? Also im Allgemeinen ist es so, im Vorfeld müsst ihr euch um nicht viel kümmern, ihr nehmt euer Angelzeug mit, dann wenn ihr irgendwas vergessen habt, könnt ihr in den Angelläden hier vor Ort eigentlich auch noch alles nachkaufen. Viele Camps bieten euch auch diesen Service an, Kleinteile, Leihrouten oder irgendwas, was ihr halt nicht habt, noch auszuleihen oder auch zu kaufen. Dann habt ihr die Möglichkeit, vor Ort eigentlich immer Köderfische zu erwerben. Jetzt dies Jahr durch Corona hatte das ein oder andere Camp ein paar Probleme, die Köderfische ranzuschaffen. Es ist aber eigentlich eher die Ausnahme. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, hier Köderfische zu fangen. Das wird, wie wir schon gesagt haben, durch diese Katzenwelsen natürlich immer schwerer. Trotz allem kann man aber noch den einen oder anderen Köderfisch fangen, zum Beispiel die Meereschen. Da lohnt es sich drauf zu fischen. Da können wir euch auch das Video nochmal verlinken. Und ansonsten läuft es eigentlich so ab, ihr kommt im Camp an, dann bekommt ihr euer Leihboot, bekommt von den Guides oder von den anderen Gästen noch den einen oder anderen Tipp, was momentan so laufen könnte. Und dann bietet es sich an, dass man den Fluss erstmal ein paar Kilometer hoch und runter abfährt, sich die Situation anschaut und dann einfach was ausprobiert. Ich meine, es muss einem völlig klar sein, wenn man an ein fremdes Gewässer kommt, dass man vielleicht im Jahr maximal 3-4 Wochen befischt, dass man einfach jedes Mal an diesen Flüssen, die sich verändern, völlig andere Bedingungen hat. Zum einen vom Wasserstand, zum anderen auch
von der Dichte der Meereschen, der Wassertemperatur und so weiter. Und deswegen sollte man vielleicht nicht mit der Erwartung in den Urlaub fahren, dass man hier seinen 2-Meter-Fisch fängt. Weil der Po ist meiner Meinung nach, und ich war jetzt wirklich schon ein paar Mal da, zusammen mit Daniel sicher 35 Mal oder noch öfters, eines der schwierigsten Gewässer, wo auch ziemlich launisch ist. Und da springen einem die Fische außer die Meereschen nicht ins Boot. Und jeder, der einem was anderes erzählt, der wird entweder 2-3 Mal da gewesen sein und da einfach Glück gehabt haben, oder er möchte euch irgendwas verkaufen. Genau so getraue ich mich, das nach der Zeit zu behaupten. Noch kurz was zum Fangerfolg sagen. Also wenn man 10 Fische fängt in der Woche mit einiges an Erfahrung, dann ist man schon richtig gut. Und gerade Anfänger kommen sehr oft runter und sind dann so in Goldgräberstimmung und glauben, jetzt gibt es 1-2 Meter Fisch nach dem anderen, so ist meistens nicht. Und gerade wenn man dann nicht Boot fahren kann, kein Echolot lesen, also wirklich Anfänger, das erste Mal Walangeln oder das erste Mal auf den Fluss angelt, dann wird es richtig schwierig und man glaubt gar nicht, wie viele Leute hier, die das komplett ohne Guiding versuchen, dann ohne Fisch am Ende nach Hause fahren. Also wie gesagt, 10 Fische halte ich für ein gutes Ergebnis und da muss man sich schon richtig anstrengen. Also ich behaupte zwar, wir haben wirklich nicht so schlecht gefischt, wir haben jeden Tag an der Stelle gefischt, haben jeden Tag Top-Köderfische gefangen, haben viel ausprobiert und es hat trotzdem nicht funktioniert. Warum, weiß ich nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es von Jahr zu Jahr schwerer wird, das Ganze hier. Aber genau diese Schwierigkeit ist auch das, was es für die meisten Leute unterm Strich ausmacht. Also die meisten kommen hier runter und merken dann, welche Herausforderung das ist, und da entwickelt man so eine Hassliebe zum Fluss und man will dann unbedingt mit die Fische fangen. Übertreiben tun wir es trotzdem nicht, also es muss schon ein bisschen Urlaub auch sein, wie ich vorher gesagt habe, diese 7 Stunden oder so am Tag über der Mittagszeit, wo wir im Camp sind oder in der Pizzeria oder mit anderen Gästen uns erhalten, mal Bier miteinander trinken, mal grillen, das muss schon auch Urlaub sein, also rund um die Uhr fischen bei diesen Temperaturen im Sommer ist sowieso nicht, das ist nur anstrengend, aber ich würde die Erwartungshaltung, wenn ich das erste Mal herunterfahre, nicht zu hoch setzen. Also das ist einfach wirklich jetzt ein ernst oder ehrlich gemeinter Tipp. Und das lest man eigentlich sehr selten einmal. Normal heißt es immer nur, super Urlaub gewesen, 2-2 Meter Fische, aber die Wahrheit schaut oft anders aus. Und man muss das einfach in Relation setzen, wie viel Erfahrung bringen die Leute mit, haben die Erfolgeide gemacht oder sonst irgendwas. Und ich will es euch trotzdem nicht ausreden, wir wären nicht so oft hier, wenn wir die Herausforderung nicht suchen würden. Und die meisten sind auch so, die fahren einmal herunter und sagen dann, jetzt erst recht, und kommen immer wieder. Und von dem her finde ich, ist das spannendste Gewässer von allen, was ich kenne. Und ja, würde mich freuen, wenn man sich dann auch mal live hier in Italien oder so am Wasser sieht. Und damit ist das Video jetzt aus und ich fahre nach Hause.